Krämer aus Heideck gegen Messerer Wolframs Eschenbach. Entscheidungssatz im Endspiel der Schülerinnen B-Klasse bei den Bezirksmeisterschaften 2010 in Adelsdorf in der Eichgrundhalle. Messerer hat bereits 2-0 geführt, musste aber dann den Ausgleich zum 2-2 hinnehmen. Es entscheidet also der fünfte Satz. Und da geht sie erneut beim Seitenwechsel in Führung. Und damit gewinnt sie doch noch dieses Endspiel. Bezirksmeisterin 2010, Schüler B. Messerer Wolframs Eschenbach.